Servus Leute, Kapitän 90 hier am Start und herzlich willkommen zu einer Folge Hardcore Abschluss bestätigt auf der Map Vertigo. Ich spiele heute mit der PDW mit Schalldämpfer und schnell nachladen. Abschlussserien habe ich dabei Drohne, Konterdrohne und Blitzschlag. Blitzschlag, ja doch, heißt richtig so. Perks habe ich dabei, Blindenüberwacher, Plünderer und Extrembedingungen. Und das Thema, was ich heute ansprechen wollte, ist, ich rede mal über meine Sicht, was im Moment oder generell abgeht auf YouTube. Ich bin ein bisschen enttäuscht von der Community oder besser gesagt von denen, die sich die Videos anschauen. Und zwar, ich habe gerade nochmal nachgeguckt, ich habe jetzt 68 Videos hochgeladen. Und hab gerade mal 21 Abonnenten. Ich meine, mir ist scheißegal, ob ich 1000 Abonnenten habe, ob ich keinen Abonnenten habe, ob ich 100 Abonnenten habe, ob ich 100.000 Abonnenten habe. Darum geht es mir nicht. Das Einzige, was mich aufregt, ganz ehrlich, ist, wenn ich manche sehe, die 2, 3, 4 popelige Videos oben hochgeladen haben und schon über 1000, 3000, 10.000 Abonnenten haben. Also für mich ist da nur eine Schlussfolge, entweder meine Videos sind zu schlecht, ich kann schlecht kommentieren, aber ganz ehrlich, wenn ich schlecht kommentiere, ich kriege kein Feedback von sonst irgendjemandem, keine Ahnung. Wenn mir einer sagt, ich soll damit aufhören mit YouTube, dann mache ich es gerne, ich höre... Also dann würde ich aufhören, wenn ich wirklich zu schlecht für YouTube bin. Muss mir nur einer Bescheid geben, dann höre ich sofort mit der Sache auf. Ich habe immer riesen Spaß dabei, Videos zu kommentieren, aber wenn mir jetzt einer sagt, ja, du kommentierst scheiße, deine Videos sind scheiße, ja gut, dann ist es halt so. Und wenn dann mehrere der Meinung sind, dass ich dann aufhöre und ich selber dann auch finde, dass sich das nicht mehr lohnt, weiterhin Videos zu machen, dann höre ich halt auf. Also das steht jetzt gar nicht mehr zur Frage. Ich wollte jetzt einfach nur noch einfach mal ein bisschen abwarten, ob sich jetzt irgendwie meine Videos verbessern, aber ich weiß nicht, ob sich meine Videos verbessern, ob sich meine Videos verschlechtern, keine Ahnung. Keiner schreibt Kommentare unter meine Videos oder sonst irgendwas, gibt mir ein Feedback, keine Ahnung. Leute, jetzt mal ganz ehrlich, woher soll ich wissen, wie meine Videos sind? Jetzt mal ganz ehrlich. Also, da müsst ihr mich auch ein bisschen verstehen, dass ich jetzt ein bisschen angepisst darüber bin. Ich bin dankbar für die 21 Abonnenten, die ich jetzt habe. Finde ich cool, dass sie mich abonniert haben und sich ab und zu meine Videos anschauen. Aber ich, das ist jetzt auch nicht auf meine Abonnenten bezogen. Ich rede allgemein von der ganzen Scheiße, die auf YouTube abgeht. Ich sehe, vorhin habe ich nachgeguckt, da hat einer ein Video drinne. Das geht 5 Sekunden, ja, und der hat 30.000 Abonnenten. Also jetzt mal ganz ehrlich, der hat das Video nicht kommentiert, gar nichts. Der hat da noch nicht mal Musik drunter gelegt. Der hat da, der zeigt da einfach, wie er 3-4 Leute abknallt bei Black Ops 2. Ja, und so ein Video, was 5 Sekunden geht, lass es 8 gewesen sein, keine Ahnung, ist ja auch scheißegal. Aber so solche Videos kriegen dann 30.000 Abonnenten und werden über 15.000 Mal angeklickt. Oder nicht das Video kriegt die Abonnenten, sondern derjenige, der das hochgestellt hat. Aber dieses Video wird über 15.000 Mal angeklickt. Also irgendwas verstehe ich da ganz nicht. Entweder ich bin zu blöd, irgendwie meine Videos bekannt zu machen oder sonst irgendetwas. Keine Ahnung. Ich weiß einfach im Moment nicht mehr weiter. Ich weiß nicht mehr, was ich machen soll. Also wie gesagt, ich kriege kein Feedback. Ich weiß nicht, ob meine Videos gut sind, ob ich die gefallen, ob die scheiße sind. Letztes Mal hat mir einer unter meinem Video geschrieben, was mir ein Kollege gegeben hat, weil er im Moment keine Videos hochladen kann. Ich weiß nicht, woher der das Video hat. Das sind hier die Top 10 Kills. Da hat irgendeiner drunter geschrieben, ja, wie schlecht ich doch bin, aber man sieht doch in dem Video, stehen doch ganz andere Namen. Ich heiße auf der PlayStation, bei Network heiße ich Cup Edition 90 und man sieht die anderen Namen und dann verstehe ich nicht, wie einer dann da drunter schreiben kann, ja, wie schlecht man doch ist. Also, sowas muss mir mal einer erklären, der sieht doch, der muss doch selber wissen, der sieht doch meinen Namen, der sieht doch, in welchen Namen in dem Video stehen, da kann er doch nicht einfach schreiben, dass ich schlecht bin. Und dann noch nicht mal eine Begründung schreiben, in welcher Hinsicht ich schlecht bin. Also, manchmal denke ich ehrlich,
Wenn ich schon mal Kommentare kriege, dann kommt da sowas raus. Also, da kommt nicht mal, ja, deine Videos sind scheiße, oder die Gameplays, die ich selber spiele, da kommt nicht, du bist gut, du bist schlecht, du bist mittelmäßig. Nee, dazu kommt gar nichts. Aber wenn ich so ein popeliges, abgewichstes Gameplay vom Kollegen nehme, wo ich noch nicht mal weiß, wo er das her hat, er hat mir das zur Verfügung gestellt. Und da sehe ich, dass da drunter geschrieben wird. Also langsam packe ich mir ehrlich am Kopf. Ich kann mich nochmal entschuldigen, dass ich jetzt ein bisschen angepisst bin, aber ihr müsst mich in der Hinsicht auch ein bisschen verstehen. Ich weiß, ich bin, werde niemals ein großer YouTuber sein. Das will ich auch gar nicht. Ich bin froh, dass sich überhaupt hier ein paar Leute meine Videos angucken. Aber trotzdem, also ich verstehe den Sinn daran nicht, wie einer, wie gerade angesprochen, mit einem 5 bis 8 Sekunden Video 15.000 Aufrufe kriegt und die Person, das Video ist jetzt 6 Monate alt, der hat danach nie wieder ein Video hochgeladen, kriegt dann auf einmal 30.000 Abonnenten. Ich habe jetzt, das ist jetzt dann mein 69. Video, immer wieder seit langem eins, was ich selber kommentiere, das gebe ich zu. Ich hatte im Moment wenig Zeit, deswegen habe ich auch die letzten Videos halt mit Musik unterlegt. Aber ich sehe, ich habe 21 Abonnenten und ich glaube 3.300, ein paar zerquetschte Aufrufe. Also, Leute, ich verstehe den Sinn dahinter einfach nicht. Jetzt ganz ehrlich, ich weiß nicht, wo da der Sinn hinter steckt, wenn einer ein 8-Sekunden-Video reinsetzt und dafür 15.000 Klicks kriegt. Noch nicht mal ein komplettes Gameplay. Jedes Mal mache ich verfickte komplette Gameplays und kriege keine Aufrufe. Ich habe jetzt das Höchste, was ich gehabt habe, waren, glaube ich, von den Gameplays, Black Ops 2 Gameplays, waren, glaube ich, an die knappen 100 und ein paar zerquetschte, keine Ahnung. Ist mir auch alles scheißegal, jetzt mal ehrlich, aber mich kotzt das, es geht hier ums Prinzip, dass irgend so ein kleiner, was weiß ich denn, da, also ich könnte darüber den ganzen Tag, ich könnte mich darüber aufregen, also ganz ehrlich. Ich weiß nicht, wie manche das machen mit den Videos auf YouTube reinstellen oder so. Also entweder, wie gesagt, ich bin zu doof dafür, ich bin zu schlecht, aber wenn ich zu schlecht sein sollte, dann hoffe ich doch, dass ihr mir den Feedback gebt, dass ich aufhören soll, dass ich weitermachen soll. Und ja, in diesem Sinne war das jetzt mal hier die Runde Abschluss bestätigt auf der Map Vertigo. Aber ich hoffe diesmal, dass mir einer ein Feedback dazu gibt und ja, ich werde beim nächsten Video halt nochmal ein bisschen darüber sprechen, aber ich bin bis dahin erstmal raus. Wir sehen uns.